Zum Thema Cramer-Methode, um Gleichungssysteme zu lösen. Starten wir mal mit einem Beispiel. Wir haben hier zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten x und y. Um dieses Gleichungssystem zu lösen, kann man wie folgt vorgehen. Wir multiplizieren die erste Gleichung mit 1, das heißt, wir lassen sie so, wie sie ist, und wir multiplizieren die zweite Gleichung mit 2. Eine Gleichung mit 2 multiplizieren ist wie folgt zu verstehen. Diese Gleichung besagt ja nur, dass die Zahl links genau dieselbe ist wie die Zahl rechts. Also muss der doppelte Wert von der Zahl links dasselbe sein wie der doppelte Wert von der Zahl 5. Und somit führt dieses Gleichungssystem zu diesem da. Die erste Gleichung mit 1 multiplizieren bedeutet, wir schreiben sie einfach ab. Und die zweite Gleichung mit 2 multiplizieren bedeutet links, aber auch rechts, nicht vergessen, mit 2 zu multiplizieren. Warum haben wir das gemacht? Weil jetzt bei der unbekannten y genau dieselbe Vorzahl auftritt, die 2, nur eben entgegengesetzt. Da steht sie mit Plus und hier steht sie mit Minus versehen. Hier steht jetzt, diese Zahl ist dieselbe wie die da. Und die Zahl ist dieselbe wie die da. Also können wir daraus schließen, dass diese Zahl links plus diese Zahl links gleich sein muss zur Summe von der Zahl rechts und dieser Zahl rechts. Man sagt, man addiert die zwei Gleichungen. Und wenn wir die zwei Gleichungen addieren, dann steht für x x plus 6x, das heißt 7x, und für y 2y minus 2y, das ist weg, das macht 0 mal y. Genau aus diesem Grund haben wir hier mit 1 und mit 2 multipliziert, damit nach der Multiplikation bei der einen unbekannten y dieselbe, aber entgegengesetzte Vorzahl auftritt. Nach Addition verschwindet somit diese Unbekannte und so bleibt nur noch diese Gleichung mit unbekannter x und daraus finden wir, dass x 2 sein muss. Jetzt werden wir genau dasselbe vornehmen. Dieses Mal werden wir mit zwei Zahlen multiplizieren, so dass die Vorzahlen von x genau entgegengesetzt sind. Also könnte man hier mit minus 3 multiplizieren und hier mit 1. Tun wir das. Wir multiplizieren die erste Gleichung mit minus 3 und die zweite mit 1. Das heißt, die zweite schreiben wir einfach ab. Wenn wir das gemacht haben, dann stellen wir fest, dass bei x genau dieselbe Vorzahl auftritt, nur eben entgegengesetzt. Und wenn man dann diese zwei Gleichungen addiert, dann bleibt nur noch die unbekannte y übrig und diese Gleichung ergibt dann, dass y 1 ist. Vergessen wir nicht, bei jedem System nach der Auflösung immer die Lösungsmenge hinzuschreiben. Die Lösungsmenge von diesem Gleichungssystem, das ist die Menge, die als einziges Element das Zahlenpaar 2, 1 enthält. Das Zahlenpaar 2, 1 ist die Lösung xy von diesem System. Dieses Verfahren kann man sehr schön verallgemeinern. Also starten wir mit einem allgemeinen Gleichungssystem ersten Grades mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten. Wir haben hier die erste Gleichung a1x plus b1y gleich c1, aber das ist die kartesische Gleichung einer Geraden. Genau dasselbe für die zweite Gleichung, auch das ist die kartesische Gleichung einer Geraden. Nennen wir die erste Gerade d1 und die zweite Gerade d2. Also die erste Gleichung vom Gleichungssystem ist die kartesische Gleichung von der Geraden d1 und die zweite Gleichung des Systems, das ist die kartesische Gleichung der Geraden d2. Wir werden jetzt beide Gleichungen mit Zahlen multiplizieren, so dass zuerst bei y dieselbe, aber entgegengesetzte Vorzahl auftritt und danach dieselbe Geschichte bei x. Wir werden zuerst beide Gleichungen multiplizieren, die erste mit b2 und die zweite mit minus b1. Tun wir das? Warum haben wir diese Zahlen gewählt? Weil jetzt bei der Zahl y genau dieselbe, aber entgegengesetzte Vorzahl auftritt.
Wenn wir diese zwei Gleichungen addieren, dann bleibt in der Gleichung nur noch x übrig. Und um letztendlich x herauszufinden, brauchen wir nur durch diese Klammer zu teilen. Aber Vorsicht, wir müssen sicher sein, dass die Klammer nicht 0 ist. Denn wäre sie 0, dann dürften wir nicht teilen. Wenn wir die erste Gleichung vom System mit minus a2 multiplizieren und die zweite Gleichung mit a1, so treten bei der unbekannten x genau dieselben Vorzahlen auf, aber entgegengesetzt. Deshalb haben wir diese Zahlen so gewählt. Jetzt addieren wir noch diese zwei Gleichungen und stellen fest, dass in der Gleichung nur noch y vorkommt. Und auch hier, um y zu finden, brauchen wir nur durch diese Klammer zu teilen. Also müssen wir hier auch diskutieren, entweder die Klammer ist 0 oder sie ist es nicht. Aber diese Klammer ist genau dieselbe wie die Klammer Vorzahl von x. Also brauchen wir nur eine Diskussion durchzuführen, entweder diese Klammer ist 0 oder sie ist es nicht. Da die Diskussion von diesem System von dieser Differenz von den zwei Produkten da abhängt, hat man dieser Differenz einen Namen gegeben. Man nennt diese Differenz von den zwei Produkten die Determinante von dem System und diese Determinante schreibt man wie folgt. Man schreibt a1, a2 untereinander, das sind die Vorzahlen von x. Man schreibt b1 und b2 auch untereinander, das sind die Vorzahlen von y. Und dann setzt man links und rechts von dieser kleinen Zahlentabelle so senkrechte Striche. So schreibt man diese Determinante und berechnet wird sie so. Das heißt, wir rechnen a1 mal b2 minus a2 mal b1. Wir stellen uns hier so eine Schleife vor. Wir rechnen a1 mal b2 minus a2 mal b1. Das ist die Determinante vom System und die Diskussion, die jetzt folgt, die hängt von dieser Determinante ab. Entweder die Determinante ist 0 und dann dürfen wir nicht teilen, oder die Determinante ist nicht 0 und dann dürfen wir hier durch diese Determinante teilen, um x zu finden. Und hier dürfen wir durch dieselbe Determinante teilen, um y zu finden. Kommen wir jetzt zum ersten Fall. Die Determinante von diesem Gleichungssystem ist 0, dann und genau dann, wenn a1b2 minus a2b1 gleich 0 ist. Aber diese Bedingung haben wir schon mal gesehen. Wir erinnern uns, die erste Gleichung vom System, das ist die kartesische Gleichung der Geraden d1. Und die zweite Gleichung vom System, das ist die kartesische Gleichung der Geraden d2. Und d1 ist parallel zu d2, dann und genau dann, wenn sie denselben Steigungsfaktor haben. Und diese Gleichheit führt sofort zu Differenz dieser zwei Produkte gleich 0. Also können wir daraus schließen, dass die Determinante vom Gleichungssystem gleich 0 ist, dann und genau dann, wenn die zwei Geraden d1 und d2 parallel zueinander sind. Diese Parallelität führt zu zwei Fällen. Entweder die zwei Geraden sind parallel und verschieden, dann ist ihre Schnittmenge leer, also ist die Lösungsmenge von dem Gleichungssystem die leere Menge und man sagt dann, das Gleichungssystem sei unmöglich. Der zweite Fall zu dieser Parallelität, das ist, wenn die zwei Geraden parallel und übereinstimmend sind, das heißt, es ist eine einzige Gerade, dann sind die Koordinaten aller Punkte dieser Geraden Lösungen von diesem Gleichungssystem. Man sagt dann, das Gleichungssystem sei unbestimmt und die Lösungsmenge sei die Menge aller Zahlenpaare xy, sodass die erste Gleichung erfüllt ist. Die zweite Gleichung ist genau dieselbe, es ist ja dieselbe Gerade. Jetzt kommen wir zum zweiten Fall. Wenn die Determinante von diesem Gleichungssystem hier nicht 0 ist, dann bedeutet das, dass wir bei x
durch diese Determinante teilen dürfen und bei y ebenfalls. Wenn die Determinante vom Gleichungssystem nicht 0 ist, dann sagt man, dieses Gleichungssystem sei cramerisch. Man sagt, das System sei cramerisch, man nennt das so zu Ehren des Schweizer Mathematikers Gabriel Cramer. Er kannte übrigens den berühmtesten Schweizer Mathematiker Leonhard Euler. In dem Fall, wo das System cramerisch ist, das heißt, wo die Determinante nicht 0 ist, dürfen wir bei x und bei y durch diese Determinante teilen, dann tun wir das auch und finden somit x gleich b2 mal c1 minus b1 mal c2 geteilt durch diese Determinante. Aber die Determinante d, das ist ja die Differenz von zwei Produkten. Und man schreibt die so. Der Zähler von x, das ist auch die Differenz von zwei Produkten. Also schreiben wir die auch mal in dieser Determinantenform. Das geht sehr schön so. Überprüfen wir es. C1b2 minus c2b1. C1b2 steht da. Dann minus c2b1 steht da. Also kann man x effektiv in diese Form bringen. Für y machen wir genau das Gleiche. Y ergibt ja diese Zahl geteilt durch die Klammer, die die Determinante ist. Und der Zähler von y ist auch eine Differenz von zwei Produkten, die man also auch in Determinantenform schreiben kann. Wir überprüfen a1c2 minus a2c1. Steht da. Die Lösungsmenge von diesem Gleichungssystem ist also die da. X ist diese Determinante geteilt durch die Determinante d und y ist diese Determinante geteilt durch die Determinante d. Wir fassen jetzt dieses Verfahren zusammen. Angegeben werden diese zwei Gleichungen mit den zwei unbekannten x und y beide im ersten Grad. Wir suchen dann zuerst die Determinante vom System und die erstellt man wie folgt. Die erste Spalte, das ist die Spalte von den Vorzahlen von x im Gleichungssystem. Deshalb nenne ich das ganz gerne die x-Spalte. Und die zweite Spalte, das ist die Spalte der Vorzahlen von y im Gleichungssystem. Und diese Determinante rechnen wir dann schleifenmäßig aus, a1 mal b2 minus a2 mal b1. So. Diese Determinante ist entweder 0 oder sie ist es nicht. Das heißt, diese Determinante führt zu zwei verschiedenen Fällen. In dem Fall, wo die Determinante 0 ist, führt dieses Gleichungssystem automatisch zu einer Unbestimmtheit oder zu einer Unmöglichkeit. Man muss dann eben nur überprüfen, welcher dieser zwei Fälle auftritt. Im zweiten Fall, wenn die Determinante nicht 0 ist, dann ist das System cramerisch und wir finden die zwei Lösungen x und y sofort in dieser Form. Schauen wir uns das jetzt etwas genauer an. X ist ein Bruch, oben steht eine Determinante und unten steht die Systemdeterminante d. Für y ähnlich, es ist ein Bruch, oben steht eine Determinante und unten steht die Systemdeterminante. Jetzt schauen wir uns den Zähler von x an. Um den Zähler von x aufzuschreiben, nimmt man einfach die Systemdeterminante, in der man die x-Spalte ersetzt durch die Spalte der unabhängigen Termen, die rechts vom Ist-Zeichen gesetzt sind. Also, um den Zähler von x zu finden, ersetzen wir in dieser Determinante die x-Spalte durch die Spalte der unabhängigen Termen und so erhalten wir diese Determinante Zähler von x. Das funktioniert auch bei y. Wir suchen y, als Zähler schreiben wir also die Determinante d und ersetzen dieses Mal die y-Spalte durch die Spalte der unabhängigen Termen, also schreiben wir hier c1, c2.
dann erhalten wir genau diese Determinante. So kann man dieses Verfahren schön behalten und wir wenden das jetzt sofort in einem Beispiel an. Vorsicht, am Anfang muss man dafür sorgen, dass die unabhängigen Termen, das heißt unabhängig von x und unabhängig von y, rechts rüber gesetzt sind. 5 ist es schon, aber die minus 4 muss nach rechts. Die wird dann dazu 4. So steht das Gleichungssystem in dieser Form. Das Gleichungssystem muss auch auf dem Taschenrechner in dieser Form eingetragen werden. Gut, berechnen wir jetzt zuerst einmal die Determinante von diesem System. Die x-Spalte, das sind die Vorzahlen von x, also 1, 3, steht da. Die y-Spalte, das sind die Vorzahlen von y, also 2 minus 1, steht da. Jetzt rechnen wir diese Determinante schleifenmäßig aus. 1 mal minus 1, das macht minus 1, und dann minus 3 mal 2. Also haben wir minus 1 minus 6, das macht minus 7. Und minus 7 ist nicht 0. Da die Determinante von diesem Gleichungssystem nicht 0 ist, ist das System kramerisch und wir dürfen das Kramer-Verfahren anwenden. Dann tun wir das auch. X ist eine Determinante, geht halt durch die Systemdeterminante. Und die eine Determinante der Zähler, die finden wir, indem wir in der Systemdeterminante D die x-Spalte ersetzen durch die Spalte der unabhängigen Termen, also 4, 5. Die y-Spalte schreiben wir hier einfach ab. Wir rechnen jetzt diese Determinante aus, minus 4, minus 10, das macht minus 14. Und minus 14 geteilt durch die Systemdeterminante, die ja minus 7 ist, das macht 2. X haben wir gefunden. Jetzt noch y. Hier funktioniert das genauso. Für y schreiben wir auch Bruch auf Determinante. Die obere Determinante erhalten wir, indem wir in der Systemdeterminante dieses Mal die y-Spalte durch die Spalte der unabhängigen Termen ersetzen. Wir rechnen jetzt diese Determinante schleifenmäßig aus. 1 mal 5 minus 3 mal 4. Also 5 minus 12, das macht minus 7. Die Determinante D ist auch minus 7. Minus 7 geteilt durch minus 7, das macht 1. Und vergessen wir nicht, ganz am Ende die Lösungsmenge vom Gleichungssystem hinzuschreiben. Übrigens, dieses System, das war unser Gleichungssystem in der Einleitung. Wenn man das Kramer-Verfahren erklärt, so wie ich das gerade gemacht habe, dann dauert das natürlich ein bisschen, aber wer das Kramer-Verfahren für sich selbst anwendet und gut gefrühstückt hat, der sieht die Lösungen sofort. Anhand des Gleichungssystems kann man durch die Kramer-Methode die zwei Lösungen sofort sehen. Das muss eben trainiert werden. Viel Spaß beim Training!